Franz Gustav von Mitzlaff war ein preußischer Generalmajor und Chef des Dragonerregiments Nummer 11 sowie Amtshauptmann in Stötterlingenburg und Horneburg. Leben, Herkunft. Sein Vater war Karl Gustav von Mitzlaff, schwedischer Hauptmann unter Karl der XII. Und dessen Ehefrau Katharina Maria, geborene von Bandema. Militärlaufbahn. Im Jahr 1722 wurde Mitzlaff Page bei Königin Sophie Dorothea. 1727 kam er als Junker in das Dragonerregiment Sansfeld. Dort stieg Mitzlaff bis zum Major auf. Er nahm auch am Rheinfeldzug von 1734 teil. Während der Schlesischen Kriege kämpfte er in Schlacht bei Hohenfriedberg. Bei Hochkirch wurde er am Fuß verwundet. Im Siebenjährigen Krieg kämpfte Mitzlaff bei Großjägersdorf, Liegnitz, Thurgau und Freiberg. Mitzlaff erhielt den Orden Pour le Mérite. Im September 1766 wurde er Amtshauptmann von Horneburg. Im August 1767 wurde Mitzlaff Oberstleutnant und im Mai 1769 Oberst. Im September 1770 wurde er Chef des Dragonerregiments Platen und im Mai 1771 erhielt er die Beförderung zum Generalmajor. Er verlor immer mehr von seinem Gehör und erhielt daher am 11. Mai 1778 seine erbittene Entlassung. Dazu erhielt Mitzlaff eine Pension von 800 Talern und wurde am Hauptmann von Gartersleben. Er verzog daraufhin nach Frankfurt an der Oder, wo er am 13. August 1789 starb. Familie Mitzlaff heiratet am 3. Januar 1774 in Sagan Johanna Rosine Lauterbach, mit der er bereits einen Sohn und eine Tochter hatte.